What happened? Hello? Mr. Munchie? Did something go wrong? This isn't funny. I'm not supposed to put myself in. This is kind of stressing me out. Okay. Hey! Anyone? What the hell is this place? How did I get here? Das ist eine gute Frage. Automatisiert Terminal-Freischaltung über Service-Konsole. Also vom Sound her sind sie wieder gut dabei, muss man nur sagen. Attention, stand clear. Door opens and closes automatically. Nee. Tut sie ja nicht. Zum Zugriff Omnitool einführen. Pathos 2, Service-Konsole. Das heißt, wir brauchen ein Omnitool. Und so sieht das wohl aus. Service-Console. Omnitool-Chip-Installationsprogramm. Bauen, formen und optimieren Sie Ihr Omnitool mit vollständig benutzerdefinierbaren Werkzeugen und Hilfsmitteln. Das Omnitool ist quasi für alles einsetzbar. Zur Hölle. Lass mich doch mal in Ruhe hier untersuchen. Ich weiß auch schon, wie ich hier rauskomme. Ich will trotzdem noch mal gucken, was hier so rumfliegt. Außer Taucheranzüge. So. Ich weiß, wie man hier rauskommt. Das ist ja gar kein Problem. So. Hier war ich auch noch. Noch ist es also nicht blind. Ich habe auch schon gesehen, dass ich hier nicht durch kann. Aber wie gesagt, so wirklich intensiv habe ich es nicht gespielt, weil es wäre witzlos. Ich weiß nicht warum, aber ich finde die Dinger irgendwie cool. So, jetzt müsste das Ding ja wieder funktionieren. Also ich meine jetzt automatisch. Aber irgendwie... Nee. Egal. So, ach okay, gespeichert wird automatisch. Okay, ja. So, was gibt's dir denn? Ein Thermal Plant. Es gibt einen Pausenraum, der ist da hinten. Da war ich, glaube ich, schon drin. Da habe ich letztens aufgeräumt. Dann gibt es einen Observation Tower, Observation Tunnel, Security und ein Tech Depot. Okay, und das Warning Burn Hazard. Okay, sollte man da nicht anpacken, da verbrennt man sich. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Ist das ein Flachmann oder ist das Seife? Ich habe keine Ahnung.
Ist das japanisch oder chinesisch da drauf? Ich glaube, das erste, was ich machen würde, wenn ich aufwachen würde, je nachdem wie lange ich pennen war, erstmal winkeln, aber vielleicht hat er da auch einfach gar kein Bedürfnis zu. Data Buffer. It's working better than expected. They're having a really hard time getting the doors open. Call Permaseal as many as you can, rather not take any chances. Roger. Did you cut off the factory floor? All done. Should keep most of them out. I'm on my way to lock off the comm center. Just make sure to leave a way out of here. Trust me, I'll get you to Theta safe and sound. We just need to make sure we leave enough power running so we don't have to return. I hear that. See you back at camp. How did I do that? Okay. Moment. Alles klar. An solch. Ja, was auch immer das jetzt war, keine Ahnung. Aber gut zu wissen, dass ich mir die nochmal anhören kann, wenn ich das Bedürfnis dazu habe. Ich habe halt null Plan. Was das hier alles ist. Überhaupt nicht. So weit war ich im Spiel dann doch noch nicht. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Reis. Munchprint. Munchprint. Die können sich Essen ausdrucken oder was? Das klingt irgendwie nicht so lecker hier. Was ist das? Keine Ahnung. Home is a state of mind. Okay, das klingt wie so eine. So ein Spruch zum Aufmuntern von Leuten, die lange nicht zu Hause waren. Okay. Will ich da rein? Was zur Hölle? Okay. Befinde ich mich gerade in einer Simulation? Kann das sein? Wenn ja, warum spackt die Simulation gerade jetzt rum? Das Ding sieht falsch aus.
Das ist wieder dieses komische. Ist das das Logo von dieser Station? Ist das eine Station? Hier. Würde ich fast behaupten jetzt. Okay, es wird schlimmer, wenn ich das Vieh angucke, kann das sein? Nee. Aber wenn ich in diese Ecke gehe, dann... Was zur Hölle ist das? Alter! Okay. Hätte ich einfach mit rechnen können. Okay, ich glaube, das lasse ich dann mal Vieh sein. Okay, da sind noch mehr von denen. Danger Restricted Area. Was zur Hölle sind das für Dinger? Warum sieht das so creepy aus, das Ding? Gott. Okay. Nee, ich will das nicht anpacken. Was soll das sein? Ich muss es anscheinend anpacken, weil sonst kann ich nichts machen. Großartig. Ah. Hey you. Can you talk? Can you talk like the others? Some structure, Joe? Yeah, you do. So weird. Doesn't make any sense. I'm gonna shut you down now, okay? Yeah, you're creepy as hell, so I'm gonna shut you down. Was zur Hölle? Oh, was? Nein. Sag mir nicht, das sind die neuen Viecher, gegen die wir... Okay. Jetzt ist aber auch hier das Dings nicht mehr da. Diese Störung. Ja. Okay. Der ist da einfach mal so durchspaziert. Okay. Alles klar. Gar kein Problem. Ja. Dann haben wir jetzt zumindest auch einen neuen Weg. Die Frage ist, will ich da hin? Ich glaube nämlich nicht. Was zur Hölle? So, ab dem Raum war es übrigens blind, falls ich das jemand gefragt habe. Ich habe jetzt null Plan mehr. Also jetzt überhaupt gar keinen mehr. Das, ich weiß auch nicht, ob mir das so wirklich gefällt. Vielleicht sollte ich mein Handy ausstellen. Weiter geht's. Das war mein Handy. Okay.
Ja, scheint chinesisch zu sein. Nicht, dass ich wüsste, was da steht, aber... Oder generell überhaupt einen Plan hätte, was hier passiert, aber... Na klar. Was zur Hölle? Warum? Eine Frage. Warum werden Roboter, hier so gestaltet, als wären es Oberkörper mit Kopf? Und hast du nicht gesehen? Die braucht doch keinen Kopf haben. Das macht die doch noch nur noch irgendwie falscher. Warning, keep hands clear. Habe ich vor. Ich möchte hier... Was? Ich weiß, da sollte ich hingehen. Ich frage mich nur gerade, warum hier das Licht ausgeht. Okay. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was hier passiert. Geh erst hier hin. Das ist mir alles nicht geheuer. Das soll es wohl auch nicht, aber... Kann ich das von hier auf... Nö, kann ich nicht. Scheiße, Mann. Es geht's... Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich glaube, ich gehe doch erst hier hin. Das sieht aus wie ein abgeschlossener Raum, deswegen. Da hinten scheint es nämlich weiter zu gehen. Und dann kümmere ich mich doch lieber um abgeschlossene Räume, wo nichts passieren kann, rein theoretisch. Obwohl da Schreie zu hören waren. Und es generell nicht sehr lecker aussieht hier. Gibt es hier keine Lichtschalter? Natürlich dich. Was mich auch ein bisschen beunruhigt, es gibt einfach nichts zu lesen. Es gab so viel zu lesen am Anfang, jetzt gibt es nichts mehr zu lesen. Ich möchte gerne wissen, was hier passiert. Zur Hölle ist das? Wer ist das? Omnitool! Lesen! Das Omnitool ist ein fortschrittliches Interface zum Zugriff, Verwalten und Steuern computergestützter Systeme, die Onboard-KI beinhaltet einen Open-Source-Satz an Verhaltensweisen und Protokollen, mit denen der Benutzer Routineaktionen über grundlegende Logikdiagramme automatisieren kann. Im Laufe der Zeit passt das Omnitool seine Programme auf unterbewusstes Verhalten automatisch an, um Arbeitsabläufe zu optimieren und Benutzerfehler zu minimieren. Das Kurzstreckensignal des Omnitools ist für grundlegende oder automatisierte Aktionen wie das Öffnen von Türen nützlich, während es zur Durchführung komplexer Aufgaben mit einer Workstation oder einem Terminal physisch verbunden sein sollte. Zum Upgrade Ihres Geräts stecken Sie einfach eine Erweiterungskarte in den Haupt- oder Zusatzsteckplatz. Der Hauptsteckplatz des Omnitools verfügt über einen Standard C1121-Einschluss, in den die meisten handelsüblichen Cortex-Chips passen. Beachten Sie, dass die Onboard-KI durch die Hinzufügung einer zusätzlichen KI außer Kraft gesetzt wird. Der Hilfssteckplatz ist ein Multi-Anschluss, in den eine Vielzahl an Werkzeug-Chip-Modellen passen, darunter unter anderem A1, A2, HiTT und Juicy. Nenne ich jetzt einfach mal so. HiTT und Juicy.
Umdrehen, da ist nicht so viel zu sehen. Da ist das Omni-Tool. Und da ist der Stuhl.